Sodli, Modli, Bangan, Dantikli, Dodli, was geht ab, meine Zucker, Schneeko, Dajos, mein Name lautet Enzo Strikes. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strikes Cast. Yeah, yo, was geht ab, eine weitere Folge Strikes zu dem Cast am Start. Wir haben heute Freitag, what the fuck? Yes, es ist Freitag, wir haben 22:35 Uhr, während André die Laras gerade Party machen und bei Mehmet auf Rückbank chillen, bin ich fleißig am Grinden und mache einen Podcast, den sich kein Mensch geben wird. Aber egal, Motherfucker, du weißt, egal. Aber darum geht's nicht, Leute, denn heute geht es um das wunderbare, wundervolle Thema. Freunde, beziehungsweise Freundschaft. Ich habe mich entschlossen, heute ein bisschen über das Thema Freundschaft, Freunde zu quatschen, meine Ansichten aus dieser ganzen Thematik zu teilen und mit euch einen kleinen Blick in meine Denkweise zu kriegen. Und ja, ohne viel zu labern, gehen wir straight in die Materie hinein. Und zwar, wir fangen simpel an. Was definiere ich unter Freundschaft? So, vorneweg, hier wird die reine Freundschaft von Mann und Mann bzw. Frau zu Frau gemeint. Das könnt ihr alle sehen, wie ihr wollt, aber für mich ergibt Freundschaft zwischen Mann und Frau keinen Sinn. Ich habe da eine ganz eigene Meinung. Und zwar finde ich, dass ein Mann nur eine wahre Frau im Leben braucht, abgesehen von seiner Mutter und seiner Schwester. Und das ist seine Liebhaberin bzw. seine zukünftige. Und das auch so ziemlich die einzige Frau sein sollte, mit der er auch irgendwie Kontakt hat. Beziehungsweise auch von der Frauensicht mit Männern und der Mann mit der Frau. Und ich es dementsprechend Quatsch finde, einfach weibliche Freunde zu haben, genauso wie ich es Quatsch finden würde, wenn man eine zukünftige männliche Freunde hat. Am Ende des Tages kann jeder machen und tun und lassen, was er will, aber ich bin sehr altmodisch in dieser Thematik. Deswegen finde ich das Quatsch. Aber wie gesagt, ich finde halt, dass wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner, dass diese Person dein bester Freund ist. Quasi meine Freundin wäre gleichzeitig mein bester Freund, meine Liebhaberin, meine Partnerin, alles in einem. Für was brauche ich da noch andere Mädchen? Mäßig, verstehst du? Oder warum bräuchte sie noch andere Typen? Aber ja, vorneweg, das wollte ich mal gesagt haben. So, wir fangen straight an. Was definiere ich unter Freundschaft? Guck mal, bei mir hat das Wort Freundschaft eine sehr tiefgründige und tiefe und starke Bedeutung. Für mich ist man nicht direkt befreundet, wenn man ein-, zweimal zusammen chillt oder wenn man irgendwie oft zusammen PlayStation miteinander spielt oder irgendwie zusammen auf der Arbeit ein bisschen Zeit verbringt oder in der Schule oder sonst wo. Das macht dich nicht direkt zu einem Freund. Guck mal, in meinen Augen ist man wirklich ein wahrer Freund, wenn man viel miteinander erlebt hat. Man ist durch dick und dünn gegangen, man hat zusammen geweint, hat zusammen gelacht, man weiß was voneinander, das über Jahre hinweg. So, man kann zusammen lachen, man kämpft zusammen, so nicht diese Scheiße heutzutage mit, ja, diese Heuchlerfreunde, ja, ey. Oder ja, Walla, ich glaub an dich. Und dann die lässt dann hinter deinem Rücken so, weißt du? So, wahre Freundschaft ist für mich wirklich ein sehr schwerer Begriff. Es muss einfach wirklich jemand sein, wo du halt einfach auch diese Connection hast, wo du weißt, ey, das ist nicht irgendein Typ, das ist wirklich ein Bro. Und ja, heutzutage sagt man zu jedem Bruder, das Wort hat auch ein Gewicht verloren, natürlich so, ey, Bro, 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 Skimo, Skimo, Bro, Bro, Bruder. Aber wirklich einen wahren, wahren Bruder hat man im Leben nur sehr, sehr selten. Auf jeden Fall ist das meine Definition von Freundschaft. Alles andere sind Kollegen und Kumpels, aber es sind keine Freunde. Bruder, wenn ich mit dir oft PlayStation spiele oder mit dir ab und zu mal irgendwas mache, aber nicht wirklich aktiv oder sonst was, so Bro, da sind wir Kumpels, wir sind Kollegen. Aber wahre, wahre Freunde ist schon was anderes. Auf jeden Fall kommen wir straight zur nächsten Frage, und zwar habe ich wahre Freunde. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, ich war schon immer so mäßig eher der Einzelgänger in meinem Leben. Ich war selten so, dass ich Menschen vertraut habe oder was von mir erzählt habe oder sonst was. Aber inzwischen kann ich schon sagen, dass ich so eins, zwei, maximal drei Leute habe, die ich wirklich schon als sehr gute Freunde nennen kann. Also schon mehr als Kumpels und Bekanntschaften, sondern schon wirklich Freunde. Aber das war es dann halt auch schon wieder so. So maximal zwei, drei Freunde, wo ich halt auch sage, okay, das sind so wahre Freunde, wenn ich so am Boden bin, die würden mir helfen. Beziehungsweise so, die interessieren sich für dich. Und die wollen dir auch nur was Gutes und du merkst halt, das sind keine Ratten so. Aber an sich sonst nein. Ich habe einige Kumpels, einige Bekanntschaften. Ich war immer so in meinem Leben mit vielen Leuten cool und sowas, immer so auf einer normalen, coolen Ebene. Aber wie gesagt, Freunde, wahre Freunde, wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ich weiß aber auch nicht, warum das bei mir so war. So, weiß nicht, seit ich kleiner war und sowas, irgendwie, ich war mit vielen cool, aber ich habe nie so mit jemandem irgendwie dieses Interesse gehabt, wirklich eine krasse, innige Bindung aufzubauen, auf Freundschaftslevel so, wo ich sagen würde, ja, Mann, so, ey, wir zwei, wir werden echte Bros. So, weißt du, ich habe einen Bro, den kenne ich seit der Kindheit. Props und Kuss gehen raus an den Lukas. Mit dem Bruder habe ich auch schon einiges erlebt. Wir sind schon durch dick und dünn gegangen. Wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt mehr, weil man halt sich damals aus den Augen ein bisschen verloren hat. Aber so, guck mal, wie das Schicksal wollte, so hat es uns wieder zueinander geführt. Jetzt chillen wir auch wieder öfters und so.
So, er ist halt ein gutes Beispiel für jemanden, den ich jetzt aktuell wirklich einen Freund nennen würde. Aber ansonsten weiß ich es nicht. Bei mir war es halt echt irgendwie immer so, egal, Schule, Arbeit. Die meisten Leute, mit denen war ich cool, war ich okay, nichts Besonderes, aber jetzt nichts Schlechtes so. Aber so mehr habe ich auch in den meisten Menschen halt auch nie gesehen. Ich weiß nicht. Bei Frauen sowieso nicht. Also, das habe ich ja schon am Anfang geklärt. Entweder will ich eine Frau fürs Leben, die auch dann mein bester Kumpel gleichzeitig ist, oder halt gar nichts. Ich brauche keine 20 weibliche Kontakte in meinem Handy, die sagen, Enzo, lass chillen, Enzo, die mich mit ihren Problemen voll quatschen. Sowas juckt es mich. Ich brauche eine wirkliche Frau. Und die hat es dann auch wirklich verdient. So, alles andere ist dann halt wirklich am Ende des Tages so Quatsch. Je nachdem, in welcher Relation man zueinander steht und was halt der Plan so mäßig ist. Aber ansonsten halt, ja. Ansonsten, wie sieht's aus mit Fake Friends, mit Heuchlern? Natürlich, da muss ich auch sagen, ich habe ja wie gesagt auch schon ein paar Leute kennengelernt in meinem Leben. Ich kannte auch Kollegen, falsche Fuffis, einfach so hinterhältige Leute, die haben dir ins Gesicht gelacht, aber sobald du dich umgedreht hast, haben sie so Scheiß über dich gelabert. So eklige Ratten halt. Und solche Leute gab es natürlich auch, aber da muss ich halt Gott sei Dank sagen, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis entwickelt habe und mich halt auch einfach von solchen Leuten fernhalte inzwischen, so weiß nicht. Ich habe irgendwann so 2019 meinen Kreis ein bisschen verkleinert, minimiert, aussortiert und habe halt so gemerkt, okay, das sind gute Leute, das sind so eher schlechte Leute, meide dich von denen, bla bla bla. Und seitdem bin ich auch mehr so mit meinem ganz kleinen Kreis. Aber seitdem habe ich auch so meine Ruhe, weißt du? Ich muss mir keine Sorgen machen über irgendwelche Ratten oder sonst so einen Scheiß. Und natürlich wird es aber immer wieder irgendwelche Ratten geben, die zurückkommen oder die irgendwie schaden wollen oder sonst was. Aber Bro, das sind einfach Loser, das sind Neider, leere Seelen, was soll ich dir sagen? Einfach verlorene, leere Seelen. Guck mal, ich kann euch sogar eine lustige, kurze Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ich kannte mal einen Typen, okay? Der war so eher unbeliebt und war immer so auf Krampf, wollte der so lustig sein. Der war halt total unlustig und der war jetzt nie so der krasseste, beliebteste. Der wurde immer so bei so ein paar Freundesgruppen auf Krampf so reingeholt, okay? Dann hatte der Stress mit denen und wurde da rausgeworfen. Und das so 5, 6 Mal mit den gleichen Leuten, immer wieder. So wie ein Hund, immer wieder hin und zurück, weißt du so? Und mit dem hatte ich eine Zeit lang auch so Kontakt, weil ich dachte so, okay, komm, Bruder, der scheint doch so ganz korrekt zu sein. So, warum nicht? Hab mit dem ein paar Mal gechillt, auf süß und so, bla bla bla. Und irgendwann, das war dann irgendwann so Silvester 2019, dann haben mich so andere Kollegen eingeladen, bei denen zu chillen. Und dann der andere Kollege hat das so mitbekommen. Der sagt so, hä, warum chillst du mit denen, bla bla bla. Ich sag so, hä, warum nicht? Ich bin doch mit jedem cool. So, wenn die mich einladen und fragen so und ich nichts zu tun hab, so, dann sage ich doch ja, so, hä? So, warum nicht? Ich hatte ja nie Stress mit denen oder sonst was. Dann sagt er zu mir, ey, du bist voll der Heuchler, du bist dies, du bist das, du bist bläh. Der hat mich wirklich stundenlang voll geheult wie ein Baby, weil dass ich ein Heuchler bin. Auf jeden Fall, Fazit der Geschichte: Ich bin halt mit denen chillen gegangen, ganz normal. Das waren ja Kollegen von mir. Wir hatten einen chilligen Abend, bla bla bla. Der Typ hat rumgeheult wie ein Baby. Und jetzt kommt die Pointe: Nicht mal eine Woche später ist der Typ, der mich stundenlang vollgeheult hat, bei den Kollegen am Chillen, über die er abgekotzt hat, wo er gesagt hat, ich bin ein Heuchler, und postet da Instagram-Stories, wie er mit denen chillt, einen auf Best Friends macht. Und dann ist mir halt der Sack geplatzt. Junge, ich hab den geschrieben, ey Digga, was bist du für ein verdammter Keck und sowas. Du laberst mich voll stundenlang, du heulst wie ein Baby, sagst, ich bin Heuchler, jetzt chillst du selber mit denen und sowas, bla bla bla. Hab ich doch gesagt, der soll sich knicken und hab ihn blockiert, so weißt du, was soll ich da rummachen? Da siehst du halt wirklich einfach eine Ratte. Wirklich, die Ratten in der Kanalisation haben mehr Ehre und mehr Pflege als dieser Typ. Pfui Teufel aller, Tö aller, pfui. Weiß nicht, einfach ekelhaft. Aber ja, zurück zum Thema. Braucht man überhaupt Freunde? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, guck mal, man braucht im Leben nicht viel. Ich finde, ich habe da auch so eine eigene Definition von. Du brauchst nicht viel im Leben. Alles, was du brauchst, ist wirklich eine gesunde Familie, dass es deinen Eltern gut geht, deinen Geschwistern und dir. Und davon abgesehen, eine loyale Frau, beziehungsweise einen loyalen Mann, wenn du halt eine Frau bist oder was du willst, was weiß ich, haben wir so einen loyalen Partner, der hinter dir steht, wirklich zu 100%, diese Person und dann noch vielleicht eins, zwei wahre Freunde. Mehr brauchst du im Leben nicht. Familie, die gesund ist, du, der gesund ist, deine Partner, Partnerin, die gesund ist und halt wirklich loyal ist und eins, zwei wahre Freunde. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht auf cool 20 Freunde zu haben, so möchtegern Freunde, die hinter dir stehen, die zwar bei Schlägerei für dich da sind, aber dann so am Ende dich beim Richter verpetzen oder auf dich scheißen oder über dich lästern, so weißt du. Es gibt so oft Leute, die haben so, die prahlen so, ja Mann, ich habe so viele Homies, ich habe Kollegen, ich habe Brüder hinter mir. Und dann, sobald was ist, Bruder, deine Brüder sind weg. Die haben auf dich geschissen, Junge, du warst für die nichts. Sobald es um den eigenen Arsch geht, Bruder, bist du nur eine Ratte für die. Die schweißen dich weg. So, und weißt du, die Leute profitieren sich an sowas und denken halt, das ist krass. Dabei sind es halt wirklich, das sind so die einsamsten Menschen. Die denken, die haben viele Leute, aber in Wahrheit sind die ganz allein. Wie diese Chayas bei Instagram mit so 6000 Followern, die so Bild posten, die was von ihren Gefühlen erzählen und irgendwelche Kanaken kommentieren, boah, Smash, ich würde und so, papapam. Und die denkt auch, oh, ja, Mann, ich hab Likes, die Leute interessieren sich für mich und so, boah, das sind meine Freunde, bla bla bla. In Wahrheit, keiner juckt sich für die. Alles oberflächlich. Richtig sad.
Aber ja, Leute, Mann, was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages habe ich lieber eine kleine Handvoll mit wirklich wahren, guten Sachen, wirklich echten Sachen, als einen ganzen Korb voller Imitate und Fakes. Merkt euch den Shit, verdammt. Und ja, okidoki, minoki, Leute, pantadoki, padoki, Mann. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge von Strikes. Krass, Motherfucker, du weißt, wir haben heute ein bisschen gequatscht über Freundschaft, Themen, bla bla bla, Liebe und so, weißt du. Wenn euch das Ganze gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Wir sind beste Freunde, Junge.